In den vergangenen Jahren hat das sogenannte Stadt-Land-Gefälle stark zugenommen. Das liegt unter anderem an der Digitalisierung und einer fehlenden entsprechenden Infrastruktur in ländlichen Regionen. Wie kann dieses Gefälle aufgehoben werden? Wie kann das Leben auf dem Lande wieder attraktiv werden? Dieses Thema hat das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur aufgenommen und die Reihe Landkultur – Wandel begleiten ins Leben gerufen. Mit der 5. Veranstaltung machte Landkultur Station im Norden. Zu Beginn der Regionalkonferenz informierte der Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, über die Ziele der Veranstaltung. Wir sind daran interessiert, mit den Kulturschaffenden in ganz Niedersachsen ins Gespräch zu kommen, weil es ja auch um die Zukunft der Kulturschaffenden geht, nämlich in der Frage, wie wir gemeinsam Kulturpolitik in Niedersachsen, in ländlichen Räumen, aber auch darüber hinaus gestalten wollen. Und die andere Frage ist, wie wir es gemeinsam schaffen, dass Kultur eben keine freiwillige Aufgabe mehr ist, weil sie wird gelegentlich so angesehen, sondern dass sie eben als Pflichtaufgabe betrachtet wird, die der Staat, also alle staatlichen Ebenen, eben auch zu erfüllen hat. Kleine, vielfach ehrenamtlich organisierte Kultureinrichtungen tragen durch vielfältiges Engagement zur Attraktivität des ländlichen Raumes bei. Diese Einrichtungen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Dazu gehören der demografische Wandel und die Digitalisierung. Gerade diesen Kultureinrichtungen möchte Minister Thümler mit dem Programm helfen. Also Kultur ist einer der wichtigsten Träger menschlichen Zusammenwirkens. Er hält die Gesellschaft zusammen. Man könnte auch sagen, es gilt für die Gesellschaft. Bietet sich an, eben auch Radikalismen im Zaum zu halten, stärkt die Demokratie und auch das Auseinandersetzung oder auch die Auseinandersetzung mit Werten. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch im ländlichen Raum dafür sorgen, dass ein breites Kulturangebot auch weiterhin besteht. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich Unterstützung für Freiwilligkeit. Das heißt, wir können das gar nicht staatlicherseits alles erledigen. Das geht gar nicht. So, wir sind auf die Mitarbeiter vielen Ehrenamtlichen in den ländlichen Räumen, aber auch darüber hinaus angewiesen. Wir müssen denen aber auch ein Signal senden, dass wir diese Arbeit anerkennen. Und das reicht eben nicht, wenn man das nur verbal tut, sondern es muss dann auch in der Arbeit erleichtert werden. Deswegen ist ein Wunsch aus den Konferenzen bisher gewesen, dass wir eine Kulturplattform schaffen, wo sich eben die Kulturschaffenden austauschen können, wo man eine niederschwellige Möglichkeit bekommt, Dinge, also Termine, Förderangebote, ähnliches mehr einfach auch bekannt zu machen. Und das wird jetzt auch erfüllt. Die Veranstaltung im Norden war die mittlerweile 5. Veranstaltung in dieser Reihe. Die Ergebnisse sollen laut Minister Thümler nun ausgewertet werden. Also wir werten jetzt die Ergebnisse der 5 Veranstaltungen aus. Wir haben noch Mittel liegen, die zum Beispiel für Investitionsförderung angesetzt sind. Die werden noch in diesem Jahr auch dann an den Start gehen, sodass wir quasi auch gezielt jetzt nach den Gesprächen, die wir geführt haben, diese Mittel eben so einsetzen, dass wir möglichst maximal auch damit etwas erreichen können, nämlich dass die Kulturschaffenden in diesen Bedürfnissen, die sie haben, und die sind sehr unterschiedlich und vielfältig, auch Möglichkeiten erkennen, eben nach vorne zu kommen. Nähere Informationen zur Reihe Landkultur und der neuen Kulturplattform finden Sie auch im Internet.